So, da sind wir zurück. Und was zum Teufel und wie es zum Teufel weitergeht, werden wir jetzt erfahren. Der modifizierte Zugüberladungsstrahl kann tödlich sein, Captain. Ich schlage vor, Sie ergeben sich unverzüglich oder wir zerquetschen Ihr Schiff wie ein rohes Ei. Warum tun Sie das? Also, Kirk, lassen Sie uns mal das klarstellen. Ich bin derjenige, der hier das Sagen hat. Brother. Jim, ist das nicht der Verrückte, der sich an der Rache, der dich, leck mich. Entschuldigung. Jim, ist das nicht der Verrückte, der sich an dir rächen wollte? Und ich bin derjenige, der das wäre die, was war dein Programm zum Bau einer verbesserten Version ihrer Raumschiffe anleierte? Und trotz der Unannehmlichkeiten, die durch ihre Einmischung entstanden, habe ich überlebt. Ich dachte, sie wären getötet worden, als ihre Ersatz-Enterprise zerstört wurde. Glücklicherweise brachte mich eine mit Tarnsystem ausgestattete Lassie-Fregatte in Sicherheit, bevor meine Brücke zerstört wurde. Eine wahrhaft glückliche Fügung, zumindest für einen von uns. Sie wollten die gesamte Föderation zerstören. Ist das nicht das Einzige, womit Sie sich beschäftigen mit all Ihrer? Natürlich sind Sie trotz Ihrer Schlägertruppe nicht mannig genug, um mir persönlich gegenüber. Ist das nicht das Einzige, womit Sie sich hier beschäftigten, Bradell? Die Rache? Wachen! Sperren Sie in die Brick und lassen Sie verrotten! Tja, da sind wir also nun eingesperrt. Willkommen auf SPR, Captain. Ich bin darum gebeten worden, sicherzustellen, dass Ihr Aufenthalt so unangenehm wie möglich wird. Was haben Sie, Dr. Bradell, eigentlich getan? Vor 11 Jahren als Lieutenant auf der Farragut enthüllte ich seinen Plan, den Rat von Vardain zu stürzen. Er wurde daraufhin unehrenhaft aus ihrem Wissenschaftsrat entlassen. Seither schwört er Rache. Das ist die Erklärung. Man sollte sich aus der Politik raushalten und nie den lieben Doktor ärgern. Es klingt nicht so, als würdest du dich groß um Bradell sorgen. Tja, er hatte nie ein besonderes Interesse daran, ein Publikumsliebling zu werden. Übrigens, mein Name ist Shame. Minau Shame. Ja, hier können wir letzten Endes nichts machen, außer jetzt erstmal uns mit der Wache hier unterhalten. Und auf Außenmissionen haben wir eine besondere Steuerung. Über die rechte Maustaste, das ist unser Aktionsfeld. Da haben wir einmal hier benutzen, sprechen und nehmen. Und das hier ist halt wieder unser Kommunikation, beziehungsweise unser Menü-Button, wo wir dann halt in unser Menü kommen. Speichern, laden und so weiter, tralala. Wir wollen jetzt erstmal mit der Wache sprechen. Was haben Sie im Sinn, Captain? So, und jetzt muss ich nochmal überlegen, das ist, Sie sind nicht zufällig. Also wie gesagt, es ist schon etwas länger her, als ich das gespielt habe. Ich meine aber, das zweite wäre das. Ja, er war mein Vater. Wie geht's ihm? Er ist tot. Er hat versucht, das war dein Raumschiffprogramm an die Föderation zu verraten und wurde vor 9 Jahren hingerichtet. Es tut mir leid, das zu hören. Ich lernte ihn auf Vardain kennen. Er war ein guter Mensch. Offensichtlich war jemand anderer Meinung. Danach hat mich Bradell unter seinem Fittiche genommen. Ich erwies mich fähiger als Sicherheitsmann, denn als Wissenschaftler. Na, 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 na. Ja, und was dachten Sie über den Tod Ihres Vaters? Was glauben Sie, wie ich mich gefühlt habe? Ach, die liebe Zeit. Immer schwer. Helfen Sie uns, seinen Tod zu rechnen. Vor 10 Jahren hat er mich geholfen. Helfen Sie uns, seinen Tod zu rächen. Vor 10 Jahren hat er mir geholfen, dem Vardain-Rat seine Pläne aufzudecken. Er starb, weil er ein Feind Bradells war, nicht weil er ein Verräter gewesen wäre. Wenn ich Bradells Pläne aufdecken kann, waschen wir damit den Namen Ihres Vaters rein. Genau. Ich habe eine Pflicht zu erfüllen, Captain. Die Verantwortung, das Schiff und seine Crew zu schützen. Wenn ich tue, worum Sie mich bitten, hintergehe ich nicht nur den Mann, der meinen Vater getötet hat, sondern verrate auch viele Freunde von der Sicherheitstruppe, die meinen Vater nichts getan haben. Ach, Manno, was war das denn jetzt hier? Ihren Freunden leben und wie behandelt Bradell seine Freunde?
Da haben Sie recht. Ich glaube, ich kann Sie gehen lassen. Ich schalte das Kraftfeld aus. Ihre Waffen, Kommunikatoren und Rekorder sind im Schrank in diesem Raum. Ich werde versuchen, die Sicherheitskräfte gegen Bradell aufzubringen. Sie erinnern mich sehr an Ihren Vater, Minako Shame. Unglücklicherweise werde ich jeden an meinen Vater erinnern, wenn das hier vorbei ist. Ach, wie ich finde, ein sehr angenehmes Geräusch. Ja, dann gehen wir erstmal hier raus. So, und nehmen dann erstmal... Ich habe die Schließfächer geöffnet. Versuchen Sie, keinen zu töten. Einige dieser Leute sind meine Freunde. Obwohl ich fürchte, ich könnte genauso gut die Vergangenheitsform benutzen. Ich folge Ihnen, nachdem Sie den Turbolift verwendet haben. So, jetzt müssen wir erstmal wieder unseren ganzen Kram an uns nehmen. Rekorder Medikit aufgenommen. Was haben wir hier noch? Kommunikatoren aufgenommen und hier müssten dann die Phaser sein. Ja, genau. So, was haben wir da noch? Sie können nichts nehmen. Gut, dann gehen wir mal hier rechts. Okay. Das hatte ich schon damals als schwierig empfunden. Moment, wo bin ich jetzt hier? Bradells Quartier, Mannschaftsquartiere, Transporter, Computerraum, Dockenschleuse, Spezialluxus, Sicherheitsraum, Hauptkontrollraum. Arrestzellen, da unten bin ich. So, wenn ich jetzt hier hochfahre. Ich meine hier hin. So, und Moment, wie war das nochmal? Ich glaube dann links. Ich glaube ja. Sie können nichts nehmen. Was? Der Kiki-Lerner ist zu groß, um ihn zu tragen. Was immer das auch ist. Sie können nichts nehmen. Nee, das war, glaube ich, nicht richtig. Doch, glaube da unten. Ja. Der Filter ist etwas sperrig, aber immerhin transportabel. So, dann müssen wir hier wieder raus. So, jetzt müssen wir hier in die rote Tür. So, ziemlich enge Quartiere. Fast wie die Klingonen-Raumschiffe. Kein Wunder, dass die Klingonen eine derart schlechte Laune haben. Wir sind besser still. Da ist ein Herr auf dem Bett, der vielleicht Ärger mit uns anfängt, wenn wir ihn wecken. Genau, also, seien wir still und nehmen uns einfach die Puppen. Zack, 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 zack. Die Dummies sind nicht leicht zu tragen, aber sie schaffen es. Klar, mal eben so ein paar Dummies. Ist klar. So, dann gehen wir wieder raus. So, jetzt, speichere ich mal. Ein neues Spiel speichern. Genau. Kirk 1. So, dann gehen wir nämlich hier raus. Wir müssen nämlich jetzt gleich mal unseren Phaser benutzen. Und ich hoffe mal, dass ich da schnell genug bin. Ne, Moment. Ich gucke mir das nochmal an. Moment. Nein. Moment, wie... Ich breche ins Essen. Wie benutze ich denn jetzt nochmal die Phaser? Ach ja, hier schauen. Das habe ich eben vergessen. Das ist das Schausymbol. Versuchen wir es einfach mal. Ich glaube, der zieht hier automatisch. Kann das sein? Da sind sie! Fangt sie! Feuer! Hoppala.
Sie können nichts nehmen. Aha, scheiße. Nein, 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 nein. Nein, das auch nicht. Ach, scheiße, wie war das jetzt? Kacke. Ja, so rum. Mit dem Grünen. Und jetzt den. Komm, komm, komm. Scheiße. Tja, Freunde. So schnell kann's gehen. Wir fangen wieder von vorne an. Das machen wir natürlich nicht. Ich werde das jetzt mal schneiden. Und wir haben ja gespeichert, Gott sei Dank. Ja, also, freut euch, wie es weitergeht. Im nächsten Teil, bis dahin, NRW über 18. Adieu.